sind endlich vorbei. US, warte mal, wie spät ist das jetzt? Viertel vor drei, beziehungsweise in den USA wären das jetzt 5:45 morgens. Und weiter geht's. Hallo meine lieben Freunde, guck mal auf die Uhr. Deutsche Ortszeit, 4:05, alter Schwede. 4:06, dann bin ich irgendwann um 9 zu Hause, muss ich noch Auto waschen. Dann muss ich noch die Batterie aufladen wahrscheinlich. Und dann Tobi morgen früh wieder zu einer 12-Stunden-Schicht, alter Schwede. Aber ich habe einen Fensterplatz. Das ist das erste Mal, dass ich einen Fensterplatz habe. Unglaublich. Das hat die Tante mir ja in San Francisco mir das Ticket hier organisiert. Und ja, Check-in auch gerade, kleine Kiste. Logisch. Ist ja auch nur eine Stunde, glaube ich, Flugzeit oder sowas, oder eine Stunde fünf. Ja, melde mich dann nachher nochmal wieder zum Start. Dann haben wir nochmal für den Start. Ja. Und tschüss. Bin ein bisschen jetzt fallen mir langsam die Augen zu. Jetzt bin ich langsam ein bisschen müde, meine Lieben. Tschüssi.
Kennzeichen über ihrem Sitz erloschen sind. Viertel nach sechs. Wir sind in Hamburg. Tschüss. Peace, meine lieben Freunde. Ich sitze jetzt hier im Kiosk. Die Reise ist fast beendet. Jetzt geht es noch mal 1,5 Stunden nach Kiel über Neumünster. Da hält er auch noch mal an, glaube ich, irgendwie. Bordersholm, Neumünster. Und da geht es dann mit dem Zopf, mit dem Taxi dann nach Hause. Das ist jetzt. Das klappte alles reibungslos, auch mit dem Koffer. Hätte ich nicht gedacht, dass der durchgekommen ist, weil die den in San Francisco nicht gefunden hatte im System. Er hatte sie einfach nur eine E-Mail geschickt, sucht den Koffer und eine Kofferbeschreibung. Der soll in die und die Maschine nach Frankfurt. Ne? Viertel nach sieben ist das jetzt. Also dann bin ich viertel nach acht, sagen wir gegen neun, viertel nach neun bin ich dann zu Hause. Also war echt eine harte Rückreise. Normalerweise wäre ich schon mittags hier aufgeschlagen. Na gut, jetzt sind es eben 7 Stunden mehr geworden. Muss ich dann gucken, vielleicht kriege ich noch ein bisschen Knete zurück irgendwie, Flight Ride mäßig. Weil das alles in die Hose gegangen ist. Ne? Naja, schauen wir mal. So, Reise beendet. Peace, meine lieben Freunde. Ich bin ein bisschen kaputt. Und ich habe jetzt auch nichts mehr zu erzählen. Tschüssi.